Wir kennen doch alle dieses Gefühl, am Ende des Monats einfach mal broke zu sein. Doch wo bleibt eigentlich unser hart verdientes Geld? Klar, laufende Kosten und so, aber es sind eigentlich die Kleingeldfresser, die uns die Kohle aus der Tasche ziehen. Nehmen wir so Sachen wie Kaffee to go. Schmeckt mega geil, liebe ich auch, aber 10 solcher Teile davon in der Woche hauen finanziell richtig rein. Das gleiche gilt auch für kleine Snacks für unterwegs. Klar, es ist schnell und einfach und bequem. Und man spart sich Zeit, aber es geht deutlich günstiger. Nehmt euch einfach was von zu Hause mit und es ist gleichzeitig sogar besser für die Umwelt. Hashtag Verpackungsmüll und so. Weiter geht's mit den unnötigen Abos und Mitgliedschaften. Okay, ihr dürft Netflix behalten. Aber wie schaut's mit eurer Fitnessmitgliedschaft aus? Geht ihr auch wirklich hin? Wenn nicht, dann auf jeden Fall kündigt. Gleiches gilt auch für andere Verträge. Apropos, auch Vergleiche lohnen sich hier. Da kann also echt was zusammenkommen. Achtet auf die Geldfresser in eurem Alltag und füttert sie nicht weiter. So spart ihr nicht nur Geld, sondern seid am Ende des Monats auch nicht mehr broke. Außer Netflix erhöht natürlich mal wieder deren Preise.